Wie viel Blut tut gut? Unser Thema des Monats beschäftigt sich diesmal mit Vollblütern. In der Zucht machen sie Warmblüter edler, als Reitpferde sind sie manchmal umstritten. Dressurreiterin Monika Theodorescu und Kai-Jasper Spengemann vom Projekt Partner Vollblut über die besonderen Pferde und ihre wirklichen Eigenschaften. Der Vollblüter ist bekannt für seine überragenden Leistungen im Galoppsport. Dass diese edle Rasse aber auch im klassischen Sport nicht nur in Kreuzungen mit Warmblütern sehr erfolgreich sein können, das zeigt uns Kai-Jasper Spengemann von Partner Vollblut. Bei Partner Vollblut geht es um den Vollblüter nach der Karriere als Rennpferd. Sei es als normales Reitpferd oder Hobbypferd oder bei Eignung als Turnierpferd oder als Deckhengst, die bereiten wir vor. Im Großen und Ganzen geht es nur um Blüter, die nicht mehr rennen. Herr Spengemann liebt seine Vollblüter über alles und durch seine Ausbildung bei vielen bekannten klassischen Lehrmeistern wie Fritz Tempelmann oder auch Dr. Schulte-Baumer versteht er viel davon, Reiter und Pferd zu schulen. Seine Berufung findet er, wie er sagt, in der Kultivierung des Vollblüters für Sport und Freizeit. Seine Initiative Partner Vollblut ist Treffpunkt für alle, die sich für Vollblüter interessieren oder Hilfestellung benötigen. Der Vollblüter hat einen sehr schlechten Ruf im Allgemeinen. Die Züchter sagen, die Warmblutzüchter sagen, Vollblut ist wichtig, aber hinten. Aber ich kann nicht in der fünften Generation mit Vollblut anfangen. Ich muss immer vorne anfangen. Und ich habe mein Leben lang mit Pferden zu tun. Ich habe Warmblüter, Halbblüter und Vollblüter geritten. Und der Umgang von dem Vollblüter ist einfach faszinierend. Und mit meiner Arbeit möchte ich eigentlich den guten Ruf wiederherstellen. Auch die international erfolgreiche Dressurreiterin Monika Theodorescu hat ihre Erfahrungen mit Vollblütern gemacht. Mit ihrem Arak gewann sie viele nationale und internationale Dressurprüfungen. Sie empfindet den Einfluss des Vollblüters in der Warmblutzucht aus verschiedenen Gründen sehr positiv und unabdingbar. Ja, mittlerweile ist ja das Vollblut auch in der Warmblutzucht sehr weit verbreitet und sehr viel eingesetzt, Gott sei Dank. Und das erleichtert auch das Arbeiten mit den Warmblütern. Also früher gab es sicher viel mehr Warmblüter, die wesentlich phlegmatischer und vielleicht auch nicht so intelligent waren. Und dadurch, dass das Vollblut eben auch viel in der Warmblutzucht eingesetzt wird, erleichtert das jetzt wirklich schon die Ausbildung und auch den Willen eines Sportpferdes, den man ja auch braucht. Also wir wollen ja auch Pferde haben, die einen Ehrgeiz haben, die gewinnen wollen und ihre Sache gut machen wollen. Und das kommt natürlich durch den hohen Vollblutanteil. Und mittlerweile gibt es eben schon sehr, sehr viele Sportpferde, die gar nicht im Pedigree gibt es, glaube ich, kaum ein Sportpferd, in dem nicht irgendwo ein Vollblut vertreten ist. Gern erinnert sie sich an ihren Arak, der reine Vollblüter, der es bis zur schweren Klasse in der Dressur brachte. Sie weiß genau, wie man mit Vollblütern umgehen sollte, damit sie auch für den klassischen Sport geeignet sind. Vollblüter lernen sehr schnell und sie lernen auch Falsches sehr schnell. Und das vergessen sie auch so schnell nicht. Und man darf sich auf keinen Fall ärgern mit einem Vollblüter, weil dann kommt eben die Nervigkeit dazu. Oder dann werden sie nervös, wenn sie etwas nicht verstehen. Und wenn ein Vollblüter aber behutsam an alles rangeführt wird und die Möglichkeit hat, die Dinge zu verstehen, die man von ihm verlangt, dann funktioniert das auch auf ewig, weil er das auch nicht vergisst. Und ich denke, es sollte eigentlich mehr Reiter geben, die sich damit mal auseinandersetzen, weil es für den Reiter selbst eine sehr gute Schulung ist. Doch Frau Theodorescu ist nicht die einzige erfolgreiche Reiterin, die Vollbluterfahrungen sammeln konnte. Auch Dressurreiter, Richter und Handicapper auf der Rennbahn, Freiherr von Gumpenberg, weiß die Leichtrittigkeit und das Temperament seines Vollblüters zu schätzen.
Big Bellman, der direkt von der Rennbahn kam, kann durch eine solide Ausbildung und Geduld viele Platzierungen bis zu Klasse S in der Dressur vorweisen. Auch wenn die Vollblüter von der Rennbahn kommen, so sind sie doch meist noch so jung, dass man sie mit Geduld und Abwechslung zu verlässlichen Sportpferden ausbilden kann. Die Stärke dieser Rasse liegt besonders in ihrer Intelligenz und ihrem Ehrgeiz. Das ist Big Belmont, ein 16-jähriger Vollblut-Wallach, den ich jetzt seit 12 Jahren im Besitz habe. Den habe ich direkt von der Rennbahn bekommen, als Vierjährigen. Er lief zuerst Rennen. Wir haben große Stücke von ihm gehalten, weil er ein sehr korrektes Pferd ist, sehr gute Geschwister hat, eine hervorragende Abstammung hat. Aber leider hat er auf der Rennbahn dann nicht das gebracht, was sich der Trainer und der Züchter vorgestellt haben. Und dann wurde er mir von dem Trainer und Züchter, Frau Erika Mäder aus Krefeld, zum Verkauf angeboten. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe ihn direkt dann mitgenommen. Und seither reite ich ihn ganz alleine, habe ihn auch alleine ausgebildet. Und er ist also ausgebildet bis zur Klasse S, hat also bisher schon 4 S-Dressuren gewonnen, inklusive St. Georg, also internationale S-Dressur gewonnen. Und ist ein Pferd, was jeden Tag wieder einen unglaublichen Spaß macht, mit ihm zu arbeiten, weil er immer leistungsbereit ist, immer willig ist und nie widersetzlich oder müde wird. Stehen ist ja nicht so unbedingt seins. Trotzdem will er eben immer arbeiten, und er hat alle Dinge, die ich mit ihm gemacht habe, ohne Druck und ohne Gewalt einfach von sich aus gelernt. Zum Beispiel erzähle ich immer den fliegenden Galoppwechsel, wo manche Pferde